Willkommen zurück, Leute, zu Jurassic Park The Game. Wir wollten hier zuletzt die Dinosaurier, deren Namen ich vergessen habe, wegscheuchen. Und wir werden das irgendwie schon schaffen. Indem wir zum Beispiel jetzt nochmal versuchen, warte mal, dass sie rechts leuchten, links tun sie es nicht, das ist für mich hinten, das ist für mich vorne und probieren es nochmal einfach alles aus, was ich noch nicht ausprobiert habe. Dr. Harding? Ja? Aktivieren Sie den Warnruf. Geht nach vorne. Geht hinaus, Dinosaurier. So ist es für mich eigentlich total richtig. Ich hab's schon mal gemacht. Das hatte nicht geklappt. Willst du nur noch mal klarstellen. Warum? Warum hat's jetzt nicht geklappt? Ach, da sind doch die zwei vorne sogar. Die ich durch die Paarung nach vorne geschickt habe, ne? Müssen wir dann vielleicht jetzt auch Fütterung machen. Dr. Harding? Damit der andere weggeht, weil der füttert, der ist da die ganze Zeit, deswegen wahrscheinlich. Die westlichen Lautsprecher bitte. Damit er mal aufhört, da zu futtern. Der eine da, der ist die ganze Zeit. Die anderen beiden sind jetzt schon hier vorne. Die waren doch vorher auch da hinten, oder nicht? Oder doch? Oder? Was wollt ihr dann von mir? Fütterung, Paarung. Nochmal umstellen. Okay. Von links oben nach rechts unten haben wir jetzt auch schon. Dr. Harding? Ja? Dann mach nochmal die Warnung. Aktivieren Sie den Warnruf. Und der eine da aus der Ecke mal rausgeht. Woanders was zu futtern. Ja. Ja, ist schon richtig gehört. Da kannst du gerne mal dir... Ja, dreh dich wieder um. Boah, ist ja egal, ne? Dann machen wir das jetzt anders. Die machen wir jetzt nach vorne, beide an. Und dann machen wir Futter. Dr. Harding? Futter. Ja. Nahrung. Die westlichen Lautsprecher, bitte. Ach, da kommen die raus, oder was? Kommen die endlich mal. Drehen die jetzt wieder um? Ich habe gehört, sie waren in den 70ern sowas wie eine Hippie-Demonstrantin oder so. Von wem weißt du das? Von Yoda. Die 70er waren eine turbulente Zeit. Ich habe für das gekämpft, an das ich glaubte. Und manchmal wird man dafür verhaftet. Sie wurden verhaftet und haben trotzdem noch den Job als Wissenschaftlerin gekriegt? Paläogenetikerin. Und ja, die Jugend ist das richtige Alter, um Dinge zu riskieren und seine Grenzen auszutesten. So stellt man fest, was einem wichtig ist. Die hat voll den coolen Job. Und die Dinos sind nach vorne gekommen. Das ist doch klasse, oder? Das heißt, es ging eigentlich eher darum, dass die einzeln nicht... Also ich dachte, die sollen in der Gruppe alle gewarnt werden und dann gehen die alle zusammen nach vorne. Nein, es geht darum, was sie alle machen gerade. Und erst sollte das Pärchen jetzt zusammengetrieben werden, ne? Wegen Paarung und so. Sie sind jetzt noch weiter nach vorne gekommen wegen Essen. Wir müssen nur den aus der Ecke rauskriegen. Also eigentlich müssten wir dann da hinten die Knöpfe machen. Was ist jetzt das Problem? Können wir die Lautsprecher jetzt zu lassen oder wieso können wir die gar nicht mehr ändern? Ne, wir können hier gar nichts mehr machen. Okay. Gary? Dr. Harding? Ja? Dann mach mal, Warnung noch mal. Aktivieren Sie den Warnruf. Für den einen da? Oder jetzt für die, weil die da vorne sind. Oh, endlich. Geschafft, sie sind draußen. Gut gemacht, Jess. Jetzt kommt der auch mal. Ja, deine Gruppe ist weg. Geh mal hinterher. Mit dem denn? Wir müssen was tun. Dr. Harding?
Ja? Nahrung. Die westlichen Lautsprecher, bitte. Hä? Hä? Ha. Ja, gut. Sehen wir jetzt hier irgendwie was Besonderes oder was? Das hat irgendwie nicht geklappt mit den Lautsprechern jetzt. Aber gut, die anderen beiden sind schon mal drin. Das war schon mal komplett richtig. Gary? Dr. Harding? Ja? Mach mal. Hinne. Nochmal die Lautsprecher im Osten. Hier Paarung und so. Genau. Paarungszeit. Also, was ist mit Ihrem Assistenten passiert? Darüber sollten wir nicht jetzt reden. Haben Sie lange mit ihm gearbeitet? Ist nicht wichtig. Oh. Er war ein wunderbarer junger Mann. Und ich bin traurig. Wirklich. Aber ich muss mich hierauf konzentrieren, sonst werden diese Tiere auch sterben. Gefangen hinter den Mauern, die wir gebaut haben. Verstehst du? Da bin ich auch auf ihrer Seite. Also das finde ich schon gut, dass sie die nicht da einfach zurücklassen will, die Tiere. Da stehe ich hinter ihr. So, Gary. Dr. Harding. Mal wieder Dr. Ja. Harding. Nahrung nochmal? Nee, die Warnung. Aktivieren Sie den Warnruf. Haben wir es dann? Es klingt fast so. Geh zu den anderen. Endlich. Brüdern und Schwestern. Und genau. Du bist ziemlich gut darin. Vielleicht wird aus dir nochmal eine Verhaltensforscherin. Ja, gut ist was anderes, ne? Das kann schon sein. Mit eurer super Technologie hier. Deshalb wurde sie also als Wachposten abgestellt. Was ist denn mit ihrem Fuß? Ein gebrochener Zeh. Schauen Sie ihn sich ruhig an. Ich muss noch schnell etwas erledigen, dann können wir los. Das Lysin. Die Saurier brauchen diese Lösung, damit sie eine faire Überlebenschance haben. Ich weiß nicht so recht. Jerry, das hier ist mein Lebenswerk. Das sind praktisch meine Kinder. Ich lasse sie hier nicht verrecken, nur weil ein Bürokrat fürchtet, die Kontrolle zu verlieren. Sie haben ein Recht auf ein eigenes Leben. Jess. Dr. Sorkin? Laura. Was ist das? Ingen, Henry Wu, hat den Dinosauriern ein Gen hinzugefügt, das sie abhängig von der Versorgung mit einer Aminosäure namens Lysin macht. Ohne ihre wöchentliche Dosis sterben sie. Verrat's nicht meinem Dad, aber ich habe eine 4 in Chemie. Dann wird der heutige Tag sehr lehrreich sein. Die Lösung, die wir im Labor hergestellt haben, wird diesen Zustand aufheben und die Tiere werden ganz normal weiterleben können. Wir müssen sie nur in den Hauptwasservorrat leiten. Okay, sollte kein Problem sein, oder? Du trägst eine große Verantwortung, Jess. Ich krieg das hin, Dr. Sorkin. Ich meine Laura. Wieso gibt sie ihr das denn? Okay, Jess, legen wir los. Wenn ich's doch sage, danach habe ich fast dem chinesischen Essen abgeschworen. Ja, klar. Als ob du jemals Nein zu einer Frühlingsrolle gesagt hättest. Ich sagte fast. Außerdem war das Mädel scharf. Weißt du noch, die Blondine? Roter Schal. Wie hieß die doch gleich? Ich führe nicht Buch. Komm schon, an die erinnerst du dich. Sie war die mit dem, warte mal, hörst du das? Na toll. Na gut, sie werden landen sie den Heli. Bringen Sie ihn runter! Sofort! Nein! Tun Sie's! Ich knall sie sonst ohne zu zögern ab, Billy! Oscar, komm hierher! Ich zieh dich hoch! Oh oh. Komm schon, Alter! Genauso! Bitte nicht fallen lassen. Komm schon! Sowas passiert mir ja gerne mal. Billy!
dachte, dass sie schon so gut wie tot ist. Komm schon, Oscar. Benutze einfach deine riesigen Arme. Schaff dich rein. Der Arme. Na komm schon. Ah. Verdammt sturer Mistkerl! Hey! Was zum Teufel? Kein Problem, du schaffst das! Nein! Bring uns runter! Sofort! Nie und nimmer! Oh 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 oh! Das Wasser bereit? Ja, zum ausgewogenen Frühstück dieser Dinos gehört jetzt auch Lysin. Hervorragend. Jetzt muss ich das Wasser nur in den Hauptvorrat leiten und wir sind fertig. Ah ja. Das war's, Jess. Wir haben's geschafft. Das soll funktionieren. Jess, komm hier hoch. Das musst du dir anschauen. Und ich wette, gleich knallt der Hubschrauber da rein. So wurde das Leben dieser Tiere von der Natur vorgesehen. Wow, bei der ganzen Weglauferei hatte ich bisher noch gar keine Zeit, sie so richtig wahrzunehmen. Ruhig, Mädchen, ganz ruhig. Was ist denn mit dir los? Oh nein. Raptoren. Jerry, weg da! Oh oh. Jerry! Hey, hey! Ich hab's doch gemacht! Hä? Sowas verstehe ich zum Beispiel nicht. Ihr habt gesehen, der Kreis ist vollgegangen und dann ist es halt trotzdem nicht richtig. Jerry! Oh, die sind so schlau. Haben Glück noch zu leben, Jerry. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand einem Raptor davongelaufen ist. Wo kommen die denn her? Was machen die denn hier draußen? Sie müssen irgendwie aus dem Quarantänegehege entkommen sein. Raptoren sind hochintelligent. Wenn wir ihnen genug Zeit lassen, werden sie auch hier hochkommen. Ja! Yeah. Judah, komm! Hier! Sie sind für uns! Hey!
Episode 3, der Eindringling. Wow, okay, es geht schon in die nächste Episode. Episode 2 war auf jeden Fall auch schon ziemlich spannend und ziemlich gut wieder gemacht. Gefällt mir sehr, sehr gut, das Spiel bisher. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Wahnsinn, man will echt wissen, wie es weitergeht. Hey! Okay, ich glaube, wir sind sicher. Oh mein Gott, diese armen Menschen. Alles wird gut, was sollen wir tun? Der Absturz war übel. Zum Glück hat uns der Heli nicht alle getötet. Zum Glück? Ich weiß ja nicht. Dad, die Raptoren, sieh nur! Mein Gott, sie versuchen, den Turm umzukippen. Er wird standhalten, das muss er. Naja, ich will kein Risiko eingehen. Alles wird gut, wie kommen wir runter? Wir müssen von diesem Turm runter, bevor die Raptoren ihn umkippen. Die Notleiter ist gleich da drüben. Der Turm neigt sich so, dass sie uns vor dem Gehege absetzt. Den Anfang gut, aber der Zaun ist kaum ein Hindernis für die Raptoren. Wo sollen wir hin, wenn wir draußen sind? Wir schaffen es bestimmt zu den Versorgungstunneln da drüben. Wenn wir vor den Raptoren da sind, können wir sie aussperren. Hoffentlich haben sie recht. Lassen wir die Leiter runter. Oh Gott. Raptoren sind echt fies. Also ziemlich cool und sehr intelligent, aber auch halt super fies. Ja. Muss ich das erstmal... Genau, ich muss es erstmal aufmachen, ne? Bewegt sich nicht. Schon mit dem Riegel versucht? Der Riegel? Oh ja, natürlich. Na ja, natürlich. So sollte es gehen. Wenn wir das aber jetzt machen, kommen die dann nicht runter? Alles wird gut. Wie geht's dir, Kleines? Ich will nach Hause. Ich weiß nicht. Ich auch. Alles wird gut. Versprochen. Okay. Bewegt sich immer noch nicht. Sie ist brandneu, also klemmt sie wohl noch ein bisschen. Und wenn Sie mehr Gewicht einsetzen? Was Sie meinen, draufstellen? Genau, auf ihr runterfahren. Okay, aber wir müssen sofort los, sobald sie ausgefahren ist. Damit wir zusammenbleiben können. Okay. Mhm. Liebes, ich will, dass du sofort nach unten kletterst, sobald die Leiter ausgefahren ist. Okay, Dad. Dr. Sorkin. Ich bin gleich unten. Macht die denn da noch? Sie könnt wirklich. Oh nein. Problem gefunden. Die Leiter ist leicht verbogen. Sie lässt sich nicht ausfahren. Aber vielleicht schaffen wir es mit Gewalt. Es ist bestimmt vom Absturz. Sieht so aus. Wir brauchen wohl eine Brechstange, um sie auszufahren. Oh, dann müssen wir uns aber was einfallen lassen, weil wir hier oben kein Werkzeug haben. Okay. Was können wir dann machen? Wo können wir hin? Nach oben. Naja, ihr bleibt da erstmal schön unten. Ihr doofen Raptoren. Mit der Antenne können wir die Leiter vielleicht freihebeln, aber wenn ich sie so anfasse, bringt mich der Stromschlag eventuell um. Oh oh. Wir müssen hier runter! Ja, Strom abschalten. Dr. Sorkin, die Antenne ist das Einzige, womit wir die Leiter hier oben freihebeln können. Wäre es möglich, die Lichter hier irgendwie abzuschalten, damit ich sie anfassen kann? Nicht von hier oben aus. Die Flugwarnleuchten sollen immer aktiviert sein. Ich kann sie höchstens blinken lassen. Wie? Ich kann sie vom Nacht- in den Tagesmodus schalten. Nachts leuchten sie konstant, aber tagsüber blinken sie, um mehr Kontrast zu schaffen. Okay. Dann mach mal. Okay, die Warnleuchten sind jetzt im Tagesmodus. Hoffentlich steht das Kabel nicht unter Strom, wenn sie kurz aus sind. Okay. Ich hab's. Na dann. Los geht's. Sie bewegt sich nicht mal, wenn ich draufspringe. Wie soll ich sie dann allein freihebeln? Dr. Sorkin? Ja? Können Sie mir mal helfen? Sie drücken, während ich mich auf die Leiter stelle. Natürlich. Wie drückt sie das damit denn jetzt runter? Okay, Dr. Sorkin, ich bin bereit. Jess, Schatz, kletter sofort nach unten, wenn die Leiter runterfährt. Das rutscht doch ab. Ich bin bereit, Dad. Beeil dich einfach. Das rall ich nicht. Dr. Sorkin, auf drei. Eins, zwei, drei.
Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Doch, das kann wahr sein. Dad, was sollen wir nochmal tun? Nochmal. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Nein, Jess, warte. Nein. Nein, nein. Mir geht's gut, Dad. Ja, ist schön. Jetzt Sie, Dr. Sorkin. Okay, ich komme runter. Ja. Hallo. Dr. Sorkin, beeilen Sie sich. Mhm. Hallo? Aus dem Weg! Ich springe! Ja, wir sind alle schon gesprungen. Okay, jetzt hoch und rüber. Mir geht's gut. Na dann hoppi galoppi. Laufen Sie, Dr. Sorkin! Was guckt die denn immer so? Die Tür! Die Tür! Zu spät, lauf! Ach so, ich bin gestorben. Ich dachte, das gehört jetzt dazu, dass es nicht klappte. Manchmal kann man was machen, aber es soll nicht gehen. Ja, na gut. Nö. Dr. Harding, die Tür! Die Tür, Mann! Die Tür! Voll genervt. Oh, die Tür. Oh. Will ich springen? Verdammt. Meine nächsten Kopfschmerzen kommen hoffentlich vom Tequila. Komm schon, amigo. Das hier ist definitiv besser ausgegangen als dein letzter Tequila-Rausch. Da könntest du recht haben. Das Mädchen neben mir ist auf jeden Fall hübscher. Wie lautet der Plan, was das Mädchen angeht? Also, der Helikopter ist hin. Und die einzige Person, die wir bisher gerettet haben, arbeitet nicht mal für InGen. Was jetzt? Vielleicht findest du im Wrack noch was Nützliches. Und kümmere dich um das Mädchen, während ich die Umgebung absuche. Verdammt, meine Kalaschnikow war im Helikopter. Wurde bestimmt geröstet. Bin froh, dass sie nicht scharf war. Hätte tödlich enden können. Da sind wir schon zwei, amigo. Aber es war schon eine ziemlich gute Feuershow. Und sie haben es überlebt. Das ist doch schon mal was. Und wir kümmern uns hier um den Schauplatz des Unfalls im nächsten Part von Jurassic Park The Game. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Bis dann!